Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt erstmal eben gucken, was Hinweise einige Zonen und Aktivitäten sind aufgrund eines Fehlers, der kürzlich entdeckt wurde, zurzeit inaktiv. Oha, oha, ich hoffe, ich kann trotzdem weiter aufnehmen. Für weitere Details schau bitte ins Forum. Ja, wenn ich wüsste, wo das Forum ist, wäre das vermutlich kein Problem. So, begib dich zu Bureas Reich und Schwarzrosenkapelle, sprich mit Seria. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Klang der Clownstrompete. Ach so, das ist wieder eine komplett neue, ne? Die Ausrufezeichen sind immer neu. Das entfernte Klingeln einer Glocke. Ich würde sagen, dass wir heute mal mit der Schwarzrosenkapelle anfangen. Schau vorsichtshalber nochmal, das hat alles mit den Clowns hier zu tun. Ja, ich denke mal, dass die dann direkt davor steht. Fünf war das Pferd. Ja, ich vergesse es immer wieder. So, dann reiten wir mal da hoch. Okay, das war cool. Das wollte ich gar nicht drücken. Ach so, da geht's weiter. Ah, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, das ist ein Dungeon. Ich habe jetzt gar nicht so darauf geachtet. Nee, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dass wir nochmal zurückreisen. Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Und dann erstmal hier die Quests noch machen, damit ich das wirklich Gebiet für Gebiet auch tatsächlich gemacht habe. Der hier. Bleiben wir stehen. Hallo, mein Name ist Cyrun und ich bin ein romantischer Wanderer, der dahin geht, wohin ihn der Wind verschlägt, um sich der Wunder der Welt gewahr zu werden. Aktuell interessiert mich am meisten für diese mysteriösen Clowns, die hier kürzlich erschienen sind. Wo kamen sie her? Wo leben sie? Und wohin werden sie hierher aufbrechen? Hinterher aufbrechen? Das sind interessante philosophische Fragen, nicht wahr? Was denkst du darüber? Mir ist doch sowas von scheißegal. Übrigens, ich habe Ihnen eine Weile zugesehen und habe, was Sie angeht, einige sehr verdächtige Dinge beobachtet. Warum sind Sie hier? Es gibt da ein paar Dinge, die ich für eine tiefgreifendere Untersuchung benötige. Würdest du mir helfen? Ja, klar. So, das heißt, sammle die Clownstrompete, genau, die Clownstrompete ein. Die ist direkt hier. 5, genau. Wie, du hast Folgendes nicht mehr. Achso, ich dachte, ich habe die 5 gedrückt. Eine Clownstrompete. Achso, muss ich die jetzt bei denen hier machen? Ich drücke wieder die falschen Tasten. So, das reicht offenbar. Was ist das für ein komisches Vieh da unten? Nun gut, experimentieren wir zunächst mit dieser Trompete herum. Und wir haben ein komplettes Kartenpaket erhalten. So, das Forschungssubjekt dieses Experiments wirst du selber sein, Mondgöttin. Ich habe diese Trompete dort mit einem einfachen Zauber belegt. Versuch doch direkt mal, sie zu blasen. Eins, zwei, drei. Okay. Und nu? Wie soll ich das machen? Achso, mit F5. Da. Okay. Wir sind jetzt ein hässlicher Clown. Kann ich? Moment, kann ich? Genau. Kann ich das mal bitte in Großaufnahme haben? Ich brauche nämlich ein schönes Bild nachher. Ja, natürlich muss sich irgendein Idiot wieder hinter mich stellen. Aber ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Okay. Ach so, ich will wieder mit den normalen Tasten laufen. Ziemlich simpel. Du hast dich in einen fabelhaften Clown verwandelt. Ja, fabelhaft, naja. Ich, als Beobachter dieses Experiments, möchte nun, dass du, Mondgöttin, ihre Gruppierung infiltrierst. Bitte brich auf und versuche so viel wie möglich und so gut du kannst zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu fühlen. Zu schmecken. Okay. Beobachte, wenn sie das merken, stecken wir in großen Schwierigkeiten. Verwende erneut deine Clownstrompete, wenn deine Verkleidung versagt.
Okay. Kann ich jetzt im Moment nicht drücken. Sollte deine Verwandlung nachlassen, verwende die Clownstrompete in deiner Questtasche, um dich erneut. Ja, ich muss einfach nur F5 drücken. Nix Questtasche. Ach so, halt, nee, ich wollte die andere eigentlich machen. Das ist dann da. Was war das? Hilfe? Ich darf da wahrscheinlich auch nicht reiten, nehme ich mal an. Ach nee, klar, F5 ist ja. ja, das oben kann ich immer noch nicht abbauen. Ich habe den Fehler immer noch nicht gefunden. Hehehehe, ich bin ein dumm, dämlicher Clown. Das passt gerade gut. Der Wanderzirkus passt zu mir. Ich wandere nämlich auch gerade. So, Moment. Irgendwo hier ist die 3. Nein, ich will das Ding nicht angreifen. Da. Na, 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 na. Ich habe nochmal 5 gedrückt. Rettet unsere Schwester vor einer Welt der Verzweiflung. Sophia! Okay. Ich denke mal, das sollen wir auch sehen und hören, oder? Stattet den Dämonenladen als Clown verkleidet einen Besuch ab. Moment, der Dämonenladen? Ach, der ist da unten. Ah, okay. Okay. Dann können wir aber trotzdem zwischendurch. Können wir hier auch irgendwas machen? Nee, ne? Zwischendurch mal eben hier zum Anschlagbrett gehen. Ankündigen nur Hauptattraktion. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Das ist die Show ihres Lebens. Einfach unglaublich. Freude und Euphorie ohne Ende. Willkommen im Zirkus. Und hier nun der heutige Star. Dieses wunderschöne Opfer war einst eine zukünftige Braut. Denn Hochzeit kurz bevorstand. Wie wird sich ihre Wut wandeln? Okay. Ich möchte das nämlich gern ein bisschen ausnutzen, weil, ne? Solange wir das können. Was trägt der denn da bitte? Besiegen neugeborenes Malen. Ach so, die müssen wir besiegen. Okay, da müssen wir doch erstmal unten hin. Na, 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 na. Oh Gott. Das ist so schrecklich. Ich rieche etwas Komisches. Nein, ich habe ganz oft F5 gedrückt. Greift mich denn da unten der Boss eigentlich auch nicht an? Das würde mich mal interessieren. Dämonenhändler. Wer bist du? Und was hat dich in diese Ferne verschlagen? Du willst etwas zu essen? Ha! Natürlich kann ich dir ein wenig besorgen, aber alles hat seinen Preis. Das passt mir gut. Ich benötige nämlich von Goroa fallen gelassen Schuppen. Hol mir ein paar davon und ich teile mein Essen mit dir. Aber versuche in einem Stück wiederzukommen. Du hast 2 Minuten, bevor ich alles aufesse. Aber ich kann noch nicht angreifen. Ach so, Moment, ich muss die sammeln, oder was? Stechender Geruch liegt in der Luft. Ich glaube, da ist noch einer. Kann ich das? 1 von 3. Wenn ich erwischt werde, ist das das Ende. Ja, das stimmt. Drück auch immer schön F5. Bleibende Zeit. Oh, 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 oh. Um das einzusammeln oder bis ich mich verwandle? Das wäre nämlich nicht gut. Und zählt er den Dialog mit ab oder?
Nee, das war wahrscheinlich doch das, was er gesagt hat, von wegen, sonst isst er alles auf. Wow, du bist lebend zurück. Wie ungewöhnlich. Die meisten, die nicht ausreichend Abstand zu Goroa hatten, werden ganz schön übel zugerichtet. Aber wie auch immer, gute Arbeit. Ich brauche diese Schuppen dringend. Warum interessierst du dich so für unser Essen und bist deswegen den weiten Weg hergekommen? Tihi, was? Denkst du etwa, ich weiß nicht, wer du wirklich bist? Wenn ich jetzt schreie, bist du so gut wie tot. Aber weißt du, ich mag verrückte Leute. Und als Belohnung spendiere ich dir ein Mittagessen, das ich für mich selbst gekauft habe. Ich hoffe, es mundet dir. Das hört sich gar nicht gut an. Ich kann noch mal mit dem reden. Emotion Lachen kaufen. Für 6.000 oder was? Sieht so aus. Hallo, ich würde das gerne kaufen. Wieso geht das nicht? Ach so, ich muss mit rechts klicken. Nehmen wir mal beides. Was ist mit Buch der Dämonen? Ein Buch für Dämonen, das von den Dämonenhändler verkauft wird. Es ist in einer uralten Sprache zerlegt. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Na, 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 na. Guck mich nicht so doof an. Na, 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 na. Na, 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 na. Was ist das hier eigentlich? Kehre zu deiner... Achso, kehre zu deiner ursprünglichen... Oh. Da hätte ich jetzt fast drauf gedrückt, um anzugreifen. Ja, ich schätze mal, das mit dem Angreifen, das müssen wir dann später machen, wenn wir in unserer richtigen Gestalt sind. Verlasse das Zirkuslager und erstatte dem Beobachter Bericht. Ja. Da sind wir ja gerade auf dem Weg. Mal gucken. Okay. Habe ich die Gestalt jetzt für immer? Das wäre... Also, so lange, bis ich es wieder wegmache, das wäre ganz cool, ehrlich gesagt. Hier oben sind keine mehr von denen, oder? Oh, doch, da oben sind doch noch welche. Hilfe. Da bin ich wieder. An solchen Dingen laben sich also diese Dämonen. Warum öffnest du es nicht selbst? Mit F5? Aus der Kiste ertönt ein grausiger Schrei, der mich offenbar betäubt hat. Okay. Hallo? Verzweiflung, Tränen, Angst, Schreie. Das also sind die Dinge, die sie von den Menschen wollen. Wie ich vermutet habe. Wie es scheint, ernähren sie sich von unserem Kummer. Vielen Dank. Dank deiner Hilfe, Mondgöttin, war ich in der Lage, diese äußerst wichtigen Untersuchungen abzuschließen. Ja, kein Thema. Ja, wie gesagt, wir müssten dann quasi noch diese eine Sache machen. Willkommen beim Zirkus. Besiege neugeborenes Malen. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Lassen nichts als Wahnsinn erkennen. Eigentlich müsste ich doch dafür verwandelt sein, oder nicht? Das kann ich jetzt aber nicht mehr. Das... Achso, Moment. Nee, mit F5 kann ich auch nicht. Das wird jetzt lustig. Ich laufe da mal rein. Besieg die mal. Keine Ahnung, ob ich das dann irgendwie abgeben muss oder was. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber wir probieren es einfach mal aus. Man soll ja nicht dumm sterben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier unten den Bereich ab. Drum, drum, drum. So. Wir gießen es nicht.
Da bin ich jetzt auch völlig falsch. Moment. Okay, ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Es tut mir wirklich leid, es ist zu schnell. Aber ich hoffe, ihr konntet das lesen. Ansonsten könnt ihr ja noch mal eben... Hallo, hierhin. Ankündigende Hauptattraktion. Unglücklicherweise ist unsere Braut infolge eines unglücklichen Unfalls nicht in der Lage aufzutreten. Daher möchten wir uns bei unserem Publikum von ganzem Herzen entschuldigen, dass diese Vorführung schon sehnsüchtig erwartet hatte. Wir halten unsere geneigten Besucher über den neuen Termin auf dem Laufenden. Ja. Okay. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Und auch direkt wieder was dabei gelernt. Nämlich, dass wir das in unserer Form machen müssen. Das hatten wir ja vorher schon gedacht. Und dass wir das... Jetzt muss ich hier mal eben gucken... Hier sind immer viele Hasen zum Jagen. Aber hier ist es natürlich auch nicht ganz ungeschützt, ne? Ich meine natürlich andersrum. Es ist hier nicht sehr geschützt. So. So, dann gehen wir jetzt hier... Was ist das denn? Mann, ist doch okay, dann sammel es doch einfach ein. Was hältst du denn davon? Wieso kann ich das nicht einsammeln? Du musst dein Erntewerkzeug ausrüsten. Ach, das funktioniert doch wieder. Ich weiß nicht, warum ich nirgendwo mehr irgendwas einsammeln kann. Ich verstehe es einfach nicht. Ganz ehrlich. So, den Triporter haben wir schon mal. Das Entfernen der Klinge wäre dann das nächste, aber hier oben ist noch was. Ich werde das Dorf verändern. Mach du mal. Oh, hallo, geschätzte Ritterin. Mein Name ist Vion und auch ich bin ein Ritter. Ich bin aktuell hier stationiert, um den Befehlen seiner Majestät Folge zu leisten und die Heretiker der Schwarzrosenkapelle auszulöschen. Ich bin in diesem Dorf aufgewachsen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je aus so einem schrecklichen Grund hierher zurückkommen würde. Aber ich werde das Schicksal dieses Dorfes mit meinen eigenen Händen ändern. Und ich werde nicht scheitern, diese verfluchten Heretiker. Ich werde sie alle aus dem Dorf jagen. Würdest du bitte für mich die Kirchturmglocke läuten, sodass es jeder hören kann? Wahrscheinlich. Achso, hier. Okay. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt keine Ahnung wohin laufen. Das waren doch jetzt die Heretiker, oder? Bumm, genau. Klettere den Kirchturm hinunter. Achso, dann soll ich erst darauf gehen und dann hier rum. Okay, naja, gut, muss man nicht verstehen. Die Glocke wurde ursprünglich so konzipiert, dass sie von jedem geläutet werden konnte, wann immer es etwas zu feiern gab. Meine Mutter sagte mir, dass sie zum letzten Mal bei der Geburt von König Thyrain erklang. Dieses Land, meine Heimat, war einst wunderschön. Auch wenn es heute anders aussieht. Das war's jetzt schon. Ja, das ist ja cool. Keller der Schwarzen Rose. Ah ja, ja, Schwarzrosenkapelle. Nee, Kapelle, Keller. Auf jeden Fall Schwarze Rose. Dann würde ich aber
eigentlich sagen, weil wir jetzt schon wieder an die 20 Minuten dran sind. Das ist zwar noch nicht so eine ganz lange Folge, aber ich weiß ja nicht, wie lang jetzt die Quest danach noch sein wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge die Sache mit der Schwarzrosenkapelle weitermachen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!